wird Ihnen präsentiert von der Fränkischen Schlafmanufaktur in Kollenberg. Senad Sajkicevic, der Presslufthammer, ist Weltmeister im Kampfsport K1 mit einem Bein und einer Beinprothese. So, Senad ist ein Typ, der hält nicht viel von Deckung, der geht einfach nach vorne und es gibt keinen schwachen Tag, es ist alles 100%. Man muss immer bei der Sache sein, sonst fängt man schnell einen Haken. Seit über einem Jahr trainiert der gebürtige Bosnier in der Arena Aschaffenburg. K1, das ist eine Kampfsportdisziplin zwischen klassischem Kickboxen und Mixed Martial Arts. Im Ring sind Reaktionsfähigkeit, Ausdauer, schnelle Tritte und gezielte Schläge gefragt. An das erste Training mit Senad kann sich sein Trainer Dino noch gut erinnern. Ich wusste gar nicht, dass er eine Prothese hat. Wir haben das erste Training gemacht, er hat Safeties angehabt. Ne? Und weil ich ohne Brille nicht so klar sehe, habe ich erstmal gar nicht gemerkt. Er so wie geduscht haben, zieht es aus und da habe ich so geguckt. Weil das hat man im Training gar nicht gemerkt. Sein Bein verliert Senad, da ist er gerade 8 Jahre alt. In seiner Heimat Bosnien herrscht Krieg. Es ist der 25. Mai 1994. Die Bombe reißt nicht nur sein Bein ab, sie tötet auch seinen Vater. Ja, es war eigentlich ein sonniger Tag, es war Sommer. Ich bin nach Hause gegangen, wollte eigentlich was essen, hat Hunger gehabt. Und mein Vater hat vom Haus ganz normal sauber gemacht, ein bisschen gekehrt und nichts Großartiges. Ja, und in der Zeit kam auch mein Opa mit einem kleinen Fiat 500. Das war damals im Krieg ein super Bewegungsmittel, weil wir hatten kein Benzin, kein Öl, kein gar nichts. Und ja, und dann kam er und ich habe halt im Auto da ein bisschen gespielt. Ja, und das ist noch das letzte Mal, an was ich mich erinnere. Und dann nur noch Feuergeruch, verbrannter Gummi. Ja, es kann schwer. Ich hatte viel Sand in den Augen, ich konnte nicht viel sehen. Senads Opa rettet den Jungen trotz umherfliegender Granatsplitter aus dem Wagen, bringt ihn ins Krankenhaus. 48 Stunden lang liegt Senad im Koma. Die Lunge ist zusammengefallen, er hat Verletzungen am Kopf. Der rechte Unterschenkel muss amputiert werden. Aber Senad überlebt. Die Leute haben kein Geheimnis drum gemacht, meine Mutter nicht. Meine Familie nicht, die haben alle direkt gesagt, ja, du hast dein Bein verloren. Ja, es war halt so. Ich war froh, dass ich am Leben war. Mit 9 Jahren kommen Senad und seine Mutter dann nach Deutschland. Mitleid für seine tragische Geschichte will er nicht. Mitleid kriegt man geschenkt. Neid muss man sich verdienen. Ja, ich sehe mich nicht als behindert oder mit einem Handicap. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere. Ich arbeite, ich... mach alles Mögliche, alles was normaler ohne Handicap machen kann, mache ich auch. Es gibt keine Unterschiede. Für was brauche ich Mitleid? Mindestens 3-mal die Woche kommt Senad, der eigentlich in Darmstadt wohnt, in die Arena nach Aschaffenburg. Zum Kampfsport gekommen ist er mit 16. Die anderen Sportler damals waren erst einmal skeptisch. Ja klar, natürlich, jeder hat auf mein Bein geguckt, jeder hat sich gefragt, was will der hier? Außer mein damaliger Trainer. Der hat irgendwas in mir gesehen, der hat gesagt, okay, probier es aus. Und es hat geklappt, hat funktioniert. Dass Senad eine Prothese trägt, nimmt er selbst nicht als Nachteil wahr. Es zwingt ihn aber zu einer besonderen Kampftechnik, denn treten darf er mit der Carbonschiene nicht. Da sie härter ist als ein natürliches Bein, wäre das dem Gegner gegenüber nicht fair. Das größere Problem für Senad liegt eher darin, dass er unterschätzt wird. Denn einige Gegner möchten sogar gar nicht erst gegen ihn antreten. Ah ja, jeder Gegner, der mich angeguckt hat, war immer im Zwiespalt. Da hat sich mal überlegt, okay, wenn ich gegen so einen Mann mit einem Handicap verliere, wie stehe ich dann da? Ja, wenn ich gegen so einen Mann gewinne, dann ist es nicht wirklich ein Sieg, also es ist nicht wirklich eine Anerkennung. Ja? Und im Endeffekt konnte ich mich immer durchsetzen. Klar, es gab Niederlagen, es gab Siege. Senads Schwäche ist zugleich seine Stärke, denn keiner kämpft wie er. Normalerweise blockt man solche Angriffe mit dem rechten Bein. Da Senad das nicht darf, hat er seine eigene Technik entwickelt. Für seine Gegner ist es daher schwer, sich auf ihn einzustellen. Seinen Gegner im WM-Kampf hat er mit einem Kopftritt K.O. geschlagen.
Braucht ein Junge, der so viel Gewalt erfahren hat, wirklich noch einen Sport, dessen Ziel es ist, den Gegner bewusstlos zu hauen? Das ist, was viele Leute über den Sport denken, dass es gewalttätig ist. Ja? Aber das sind die Leute, die sich nicht auskennen. Alle Kämpfer, wenn die gekämpft haben gegeneinander, danach wird sich unterhalten. Also es, im Fußball, da sieht man auf dem Platz, da klopfen sie sich, kriechen sich mit Absicht in die Beine. Bei anderen Sportarten auch. Aber dieser Sport ist wirklich, hat sehr viel mit Respekt zu tun. Ich mag an dem Sport, dass man die Verantwortung für sich selber trägt. Ja? Man steht im Ring und man ist selber für sich verantwortlich. Wenn man Mist baut, hat man Mist gebaut. Wenn man gewonnen hat, hat man gewonnen. Und ja, das ist das, was mich am meisten reizt. Aufgeben kommt für Senaid nicht in Frage. Nicht im Ring und schon gar nicht im Leben. Eine Eigenschaft, die auch seine Trainingspartner an ihm zu schätzen wissen. Es gibt keinen besseren Motivator wie Senaid. Also wer sich mit Senaid nicht motivieren lässt, der lässt sich einfach mit niemandem motivieren. Das ist einfach so Fakt. Das sind Tatsachen. Wenn einer kommt mit einer Ausrede, ja, mir tut der Daumen weh oder mir tut hier der Handgelenk weh, dann lachen wir nur drüber. Weil Senaid hat bewiesen, dass es sogar ohne Bein geht. Der Sport wurde Ihnen präsentiert.